ich mir nen SUV, in dem ich ihm sein Leben nehm. Und wenn ich dann schon rolle und so viel Geld für den scheiß Sprit hier zahle, kümmer ich mich direkt noch um die scheiß verfickten Fahrradfahrer. Die fahren doch alle so, jetzt gehört die in die Straße. Diese rücksichtslosen Pisser drück ich in die nächste Gasse. Und wenn noch einer schreit, Tempolimit auf der Autobahn, werd ich aus diesem linksversifften Scheiß dann bald echt auswandern. Wegen der sogenannten Mitte hat Deutschland damals funktioniert. Auf diese konnte man vertrauen, während man Menschen deportiert. Euer Stillstand ist die Tugend, darüber wird laut diskutiert. Während sich denn eure Meinung täglich weiter faschisiert. Heute hat es einfach richtig schwer. Wenn's nach mir ging, greifen diese gerne öfter zum Gewehr. Ja, die Knäste dieses Landes haben mit Knast auch nichts zu tun. Wenn jemand Steine auf die Kopf wird, legt den Bastard einfach um. Wenn einer, der schlecht Deutsch spricht, sich im Ansatz nicht benimmt, soll er damit rechnen, dass ich ihn jag, bis er verschwindet.